Kinder. Heute packen wir mal für euch die Kids-Treff-Post aus, die ihr erreichen werdet. Und einmal befindet sich da ein Brief drinnen, in dem auch einfach steht, was alles drin ist. Also ist auch recht kurz, kann man sich schon durchlesen. Und es ist auch ein YouTube-Zeichen drauf, weil euch auch einige Videos auf YouTube erreichen werden. Und da könnt ihr dann einfach Kids-Treff neue Heimat eingeben. Und dann findet ihr die Videos, wie auch im ersten Lockdown schon. Dann beginne ich mit der ersten kreativen Sache. Also könnt ihr eigene Plätzchen backen. Wir haben hier ein Rezept für euch. Und jeder bekommt einen Ausstecher dazu noch. Genau, als nächstes könnt ihr auch euch mit so einem schönen Malheft die Zeit vertreiben. Einfach ganz viele Sachen zum Ausmalen und ja, habt ihr dann viel zu tun. Als nächstes kommt dann eine kleine Bastelvorlage für einen Engel. Hier einmal der Engel. Dazu gibt es aber noch ein abgesondertes Video für euch. Außerdem könnt ihr wieder ein Rätsel erfüllen und uns dann in den Briefkasten stecken, der noch Montag und Dienstag nächste Woche außen steht. Und dann könnt ihr dafür dann auch natürlich wieder eine Süßigkeit gewinnen. Dann die nächste Basteleinheit. Wir haben hier zwei Päckchen für euch. Einmal für einen Weihnachtsmann und einmal für ein Rentier. Hier könnt ihr die mal sehen. Dazu gibt es auch ein abgesondertes Video für euch. Und dann ist auch noch ein cooles 3D-Papier drinnen, in vielen verschiedenen Farben für jeden. Und da könnt ihr dann einfach was ausschneiden, wo draufkleben. Also fällt euch dann was ein. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Süßigkeit für euch. Einfach so. Und ein Kratzpapier, was ihr ja auch schon ganz oft am Kiwi gemacht habt. Und ein kleines Stäbchen dazu, womit ihr das dann auch machen könnt. Und dann noch Aufkleber und zwei Sternchen, damit ihr zum Beispiel gerade den Stern verzieren könnt oder einfach so. Und zum Schluss dann noch eine Einladung für einen Gottesdienst am Sonntag. Da werdet ihr aber auch noch ein extra Video dazu bekommen mit der Einladung. Also wäre schön, wenn ihr da alle kommen würdet. Genau. Bis dann.